Hallo, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich habe euch heute die Toe-Up-Bandspitze mitgebracht. Also wir stricken quasi eine Socke vom Zeh nach oben. Das heißt, wir fangen mit der Spitze an. Und das Ding heißt Bandspitze, weil durch die Zunahmen sich hier an der Seite so ein Bändchen nach oben rollt, auf beiden Seiten. Und deswegen heißt das eben Bandspitze. Die ist auch gar nicht schwer zu machen. Die machen wir auf den Crazy Trios. Und wenn ihr wissen wollt, wie das jetzt geht, dann bleibt dran und ich zeig's euch. So, für unsere Toe-Up-Spitze brauchen wir natürlich Wolle und Nadeln. Weil ich so oft gefragt wurde, wie eine Toe-Up-Spitze mit Trios geht, machen wir das heute mit den Trios. Und ich habe hier die Crazy Socks Rally. Das ist die, die hier zwischendurch Rallye-Streifen hat. Ihr könnt natürlich logischerweise jede andere Wolle nehmen. So, wir schlagen als erstes an. Und zwar brauchen wir da zwei Trios. Die legen wir parallel nebeneinander. Und dann brauchen wir natürlich unseren Anfangsfaden. Und von dem brauchen wir nicht so viel Endfaden, hier so gute 15 cm. Dann mache ich über eine Nadel. Da, zack, eine Schlaufe über die untere nämlich und leg jetzt die obere Nadel parallel dazu hin. Und ein bisschen ziehe ich mir die auseinander, weil ich brauche hier gleich ein bisschen Platz. Also unten liegt unsere Anfangsschlaufe und oben liegt die leere Nadel. Dann habe ich hier den Faden, meinen Arbeitsfaden, und hier unten habe ich meinen Endfaden. Ich gehe jetzt als erstes mit dem Endfaden von hinten und von oben nach unten über die obere Nadel und lege hier so eine Schlaufe drauf. Jetzt habe ich oben eine Schlaufe und unten eine Schlaufe. Dann gehe ich mit dem Zeigefinger, mit dem Arbeitsfaden auch von unten nach oben, aber über die untere Nadel und lege den auch hier dazwischen. Da habe ich unten eine zweite Schlaufe drauf. Das gleiche nochmal mit dem Faden, mit dem Endfaden. Auch wieder von hinten und von unten nach oben und den Faden hier drauflegen. Jetzt haben wir schon insgesamt vier. Wir brauchen insgesamt acht. Das heißt, das machen wir immer schön im Wechsel. Und ihr müsst, wenn ihr die Schlaufe hier unten habt, immer als erstes mit dem Endfaden anfangen. Denn die letzte Schlaufe hier muss eine Schlaufe mit dem Endfaden sein. So, jetzt habe ich acht Maschen drauf, vier Maschen oben, vier Maschen unten. Damit ich jetzt mit dem Arbeitsfaden, der ja die vorletzte Schlaufe war, arbeiten kann. So, ich nehme das jetzt hier runter, kippe das Ganze einmal nach rechts. Jetzt haben sich hier beide die Fäden gekreuzt. Ich kann jetzt die untere Nadel in Parkposition ziehen. Schiebt die obere in Arbeitsposition. So. Und ihr braucht das, weil wenn hier unten der Arbeitsfaden wäre, dann könntet ihr jetzt nicht mehr losstricken. Oder wenn die letzte Schlaufe hier eine wäre, dann könntet ihr auch nicht losstricken, dann würde sich das auflösen. So. Und jetzt stricke ich hier eine Runde rum erstmal rechte Maschen. Also wirklich einfach nur diese vier Maschen einmal ganz schnöde abstricken. So. Na, komm her. So. Nadel in Parkposition. Einmal drehen, sind wir auf der anderen Seite. Und dann die anderen vier auch abstricken. Und diese anderen vier, die liegen verschränkt auf der Nadel, wenn ihr das jetzt richtig seht. Das heißt, da liegt die. Das linke Beinchen liegt vorne, das liegt normalerweise hinten und das rechte Beinchen liegt hinten. Deswegen stricken wir die auch verschränkt ab. Das heißt, ich gehe von rechts nach links in die Masche und nicht von links nach rechts und stricke halt so meine vier Maschen ab. Und fertig. Dann kann ich die Nadel wieder rausziehen. Und der Anfang ist gemacht. So sieht das jetzt aus, wenn wir die erste Runde rumgestrickt haben. Ihr seht, hier liegen meine Maschen und da hinten ist auch schon die linke Reihe.
Ich lege mir meinen Endfaden immer zwischen die Nadeln, dann weiß ich, wo der Rundenanfang ist. Meine parkenden Maschen schiebe ich immer aufs Seil. Und jetzt gehen die Zunahmen los und ich nehme hier durch ein KBF und ein KFB zu. Also am Anfang stricke ich die erste Masche. So, die zieht sich immer ein bisschen eng, die allererste, in der ersten Runde. Das ist aber nicht schlimm. Wir wollen ja auch nicht, dass so Spitzen zu locker sind. So, ich stricke die ab. Lass die alte Masche aber noch auf der Nadel, ziehe jetzt hier meine Masche raus und gehe dann nochmal von rechts nach links in die gleiche Masche rein und stricke die nochmal von rechts nach links ab. Das ist auch wichtig so rum, weil sonst habt ihr einfach nur eine Masche und einen Umschlag auf der Nadel und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. So, ihr seht, das ist ein ganz klein bisschen fummelig hier am Anfang. Das ist aber nur bei der ersten Masche und nur beim ersten Mal. So, dann kann ich die anziehen. Dann stricke ich die zwei in der Mitte. So. Und hier hinten mache ich ein KBF. Und zwar stricke ich da zuerst die Masche verschränkt ab, das heißt von rechts nach links rein. Dann gehe ich hier mit der Nadel auf das linke Beinchen, drückt mir das wieder nach außen, so, und strickt die nochmal ab. Warum mache ich das? Das ist ganz einfach. Ihr seht, beim KFB kriege ich hier so einen Linksausleger. Und das ist auch gut so. Ich will ja eine symmetrische Zunahme. Wenn ich das hier auch nochmal mache, dann kriege ich hier auch so einen Linksausleger. Das will ich nicht. Ich will, dass die Masche so einen Rechtsausleger kriegt. Und dafür muss ich das so machen. Dann kippe ich mir eine Arbeit wieder, ziehe die aufs Seil, schiebe mir die anderen wieder in Arbeitsposition. So. Und jetzt machen wir das auf der anderen Nadel haargenau so. Das heißt, erste Masche stricken, auf der Nadel lassen und die gleiche Masche nochmal verschränkt abstricken. Dann die beiden Maschen in der Mitte. So. Und hier hinten jetzt ein KBF, das heißt von rechts nach links in die Masche rein, abstricken, das Ding wieder nach draußen drücken und abstricken. Wem das zu kompliziert ist, der kann hier hinten natürlich auch ein KFB machen, ist einfach für mich nur ästhetisch schöner. So, erste Runde haben wir geschafft und hier müssen wir ein bisschen darauf achten, dass der Faden hier zwischendurch wieder an der Seite rauskommt, sonst hängt er uns drin. Und wie gesagt, ich will ihn für einen Rundenanfang und wissen, wann ich vernähen muss. So, dann geht jetzt die zweite Runde, ist exakt genauso wie die erste Runde. Das heißt, ich stricke hier vorne wieder ein KFB und ihr seht, das ist jetzt deutlich einfacher als mit der allerersten Masche. Na, komm her. So, KFB. Dann alle Maschen rechts bis zur letzten Masche. 1, 2, 3 und 4. Die schnüppelt sich hier immer so ein bisschen zusammen. Die müsst ihr auch wirklich einzeln abstricken. Und hier hinten wieder ein KBF, das heißt von rechts nach links rein und dann hier das linke Beinchen wieder nach draußen drücken und das Ganze abstricken. So, das machen wir auf der anderen Nadel auch. Dann haben wir schon insgesamt zweimal zugenommen. Und das macht ihr, bis ihr insgesamt fünfmal zugenommen habt. Also noch drei weitere Male nehmt ihr hier am Anfang und am Ende zu, wenn ihr die Spitze flacher wollt. Dann macht ihr das noch öfter als dreimal. Dann macht ihr das 4, 5 oder 6 Mal. Auf jeden Fall, für mich die angenehme Rundung ist immer, wenn ich hier 5 Mal in jeder Reihe zunehme. Die letzten 3 Reihen stricke ich jetzt mal alleine, weil ich denke, das kriegt ihr auch ohne mich hin. Ich habe euch das jetzt hier für 2 Runden gezeigt.
Na, komm her. Und wenn ihr die nächsten 3 Runden gestrickt habt, dann treffen wir uns wieder und dann zeige ich euch natürlich, wie es hier mit der Toe-Up-Bandspitze weitergeht. So, meine ersten Zunahmerunden sind beendet und so sieht das jetzt aus. Wir haben jetzt hier auf jeder Nadel 14 Maschen und die stricken wir jetzt einfach nur in der Runde komplett glatt rechts ab. Wenn ihr die Spitze flacher haben wollt, das heißt nicht so eine starke Rundung, wie ich sie mache, wobei ich finde, dass diese Rundung für zumindest für meinen Fuß, der relativ normal ist, ziemlich perfekt ist, dann könnt ihr die Zunahmerunden in jeder Runde einfach öfter machen. Das ist völlig okay. Dann wird insgesamt die Spitze flacher. Mir reichen die 5 Mal. Und jetzt, wie gesagt, eine Runde nur glatt rechts rum. So. Und da passiert halt auch nicht viel. So, Runde rum ist fertig und jetzt kommt wieder eine Zunahmerunde und die machen wir genauso wie vorher auch. Und zwar am Anfang ein KFB. So. Na. Da ist es. Und dann alle Maschen stricken bis zur letzten Masche. So, da ist die letzte Masche und hier am Ende ein KBF. So, und das mache ich auf der anderen Nadel natürlich auch. Und dann stricke ich wieder eine Runde glatt rechts rüber. Das heißt, wir nehmen jetzt nicht mehr in jeder Runde zu, sondern in jeder zweiten Runde. Das heißt, ihr strickt wirklich immer eine Zunahmerunde, eine Zwischenrunde glatt rechts, eine Zunahmerunde, eine Zwischenrunde glatt rechts. Und das macht ihr so lange, bis ihr noch 2 Maschen zunehmen müsst. Also rechts und links 2 Maschen. Also bis ihr quasi pro Nadel 4 Maschen vor der Endmaschenzahl seid. Das heißt, im Klartext, wenn ich bei einem 60 Maschen Socken bin, so, die Zunahmerunde ist hier übrigens auch schon fertig. Wenn ich bei einem 60 Maschen Socken bin, dann habe ich hier pro Nadel am Ende 30 Maschen. Und ich nehme in jeder zweiten Reihe zu, solange bis ich 26 Maschen, also noch 2 Zunahmen habe, bis ich meine 30 habe. Ja, also immer 4 Maschen weniger als die Gesamtmaschenzahl pro Nadel. Und ihr seht hier schon mal, wie sich hier so eine kleine Spitze bildet. Das heißt, ich habe jetzt hier insgesamt 16 Maschen und ich muss noch 5 Mal zunehmen, um 26 Maschen zu haben, und zwar in jeder zweiten Runde. Wenn ihr weniger Maschen habt, dann strickt ihr natürlich das Ganze weniger. Wenn ihr mehr Maschen habt, dann macht ihr das Ganze mehr. Und zwar immer bis pro Nadel 4 Maschen weniger da sind, als da sein müssen. So, und das heißt, das mache ich jetzt alleine, meine 5 Zunahmerunden mit jeweils einer Zwischenrunde. Das heißt also wirklich immer eine Zunahmerunde und eine Runde dazwischen. Und die stricke ich jetzt weg. Und wenn wir das fertig haben, dann treffen wir uns hier wieder. So, ich habe alle meine Zunahmerunden in jeder zweiten Runde gestrickt. Und so sieht meine Spitze bis jetzt aus. Ihr seht, die rundet sich hier schön ab. Und so lang ist die jetzt auch schon. Und jetzt seht ihr auch, warum das Ding Bandspitze heißt, weil sich hier an der Seite durch die Zunahmen, die wir machen, so eine Art Bändchen bildet. Ne? Deswegen heißt das Ding Bandspitze. So, jetzt nehme ich die letzten 2 Maschen
nochmal langsamer zu. Das heißt, also die letzten zwei Zunahmen, nicht nur die letzten zwei Maschen. Das heißt, ich stricke jetzt hier nicht nur eine Runde. Also meine letzte Runde ist meine Zunahmerunde gewesen. Ich stricke jetzt hier nicht nur eine Runde glatt rechts rum, sondern zwei Runden glatt rechts rum und mache danach meine nächste Zunahmerunde. Dann habe ich 28 Maschen. Und danach stricke ich nochmal drei Runden glatt rechts rum und mache meine letzte Zunahme. Dann habe ich 30 Maschen. Das passt für mich für Schuhgröße 39-40. Also 30 Maschen pro Nadel. Warum machen wir das? Warum nehmen wir jetzt quasi langsamer zu? Das hat natürlich einen Grund, und zwar den Grund, dass wir das hier jetzt die Zunahmen langsam ausschleichen müssen. Das heißt, würde ich jetzt hier meine letzten zwei Maschen auch noch in jeder zweiten Runde zunehmen und dann gerade stricken, dann geht das hier gerade hoch und dann seht ihr, dann macht das hier einen Knick. Und diesen Knick will ich nicht haben. Und damit das keinen Knick gibt, sondern damit das wirklich eine schöne, homogene Rundung da ist, machen wir jetzt quasi die letzten zwei Zunahmen in einem größeren Abstand. Das heißt, zwei Runden glatt rechts, eine Zunahme, nochmal drei Runden glatt rechts und die letzte Zunahme. Und dann ist das auch schon fertig und dann ist eure Sockenspitze fertig und dann könnt ihr den Socken ganz normal weiter stricken und dann einfach den Fußteil stricken bis zur Ferse hin. Wie lang der Fußteil sein muss, das seht ihr in den Sockentabellen, die habe ich euch auf der Crazy World zur Verfügung gestellt. Dort sind auch diverse Sockenfersen drin für Toe-Up und dort könnt ihr euch die Länge angucken. Ich habe jetzt schon eine Runde glatt rechts rum, mache dann noch die zweite und mache meine letzten Zunahmen. Aber ich glaube, die letzten Zunahmen muss ich euch nicht mehr zeigen, das habt ihr verstanden. So sieht unsere Spitze jetzt aus, dann kommt wie gesagt der Fußteil und dann kommt die Ferse. Fersenvideo, Toe-Up gibt es hier schon im Kanal, könnt ihr euch anschauen. Aber es kommt noch ein neues Fersenvideo, nämlich zur runden Bumerangferse. Und das seht ihr in der nächsten Woche. Ich hoffe jetzt erstmal, dass euch mein Video zur Bandspitze Toe-Up gut gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst doch ein Däumchen da nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und das verpasst ihr nicht, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis bald!